Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, 75 Minuten wäre es auch nicht wert, das Thema. Das, glaube ich, muss man wirklich sagen. Und auch wenn wir im postfaktischen Zeitalter leben, meine Damen und Herren, sollten wir uns mal ein ganz klein wenig mit den Fakten an der Stelle befassen, um dann sachlich und in aller Ruhe den Antrag der Linken beurteilen zu können. Erstmal vielleicht, worum geht es eigentlich? Der eine oder andere wird ja noch nicht unbedingt das Dragoner-Areal kennen. Es handelt sich um eine Fläche von 4,7 Hektar, also umgerechnet 47.000 Quadratmeter, hier in Berlin-Kreuzberg. Zurzeit befindet sich dort Gewerbe und Einzelhandel auf der Fläche. Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hat den Verkauf des Grundstücks ausgeschrieben und an einen österreichischen Käufer verkaufen wollen. Der war bereit dafür, wie in der Zeitung steht, 36 Millionen Euro zu zahlen. Und da gibt es dann auch schon den einen oder anderen Politiker, der sagt, Mensch, 36 Millionen, das kann ja nur ein Spekulant sein, der kann ja da nur ganz teuren Luxuswohnungsbau etablieren. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, es auf den Quadratmeterpreis runterzurechnen und siehe, wir kommen auf 765,95 €. Für beste Kreuzberger Lage nun garantiert kein spekulativer Preis. Den entsprechenden Kaufvertrag hat dann die BIMA mit einem unbefristeten Rücktrittsvorbehalt ausgestattet, um die Genehmigung durch das Bundesfinanzministerium zu erreichen, um wiederum die Entscheidungsrechte des Bundestages und des Bundesrates zu sichern. Ich stelle das deshalb so dezidiert dar, meine Damen und Herren, weil es an der einen oder anderen Stelle ja schon so eine Art Legendenbildung gab. Da gucke ich insbesondere die Kollegin Paus an, weil ihr denn schon reingeheimst wurde. Da ist ein Vertrag gemacht worden, der ist ganz anders als alle anderen. Der ist zulasten des Bundes. Da wollte man irgendwo was am Bundestag und Bundesrat vorbeischieben. Und das wäre ja alles ganz schlimm. Nein, meine Damen und Herren, so war es nicht. Es war ein ganz normaler Grundstücksverkaufsvertrag. Und der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat mit großer Mehrheit im Frühjahr 2015 dem Verkauf zugestimmt und hat sein Votum im Sommer 2016 nochmals bestätigt. Allerdings hat der Finanzausschuss des Bundesrates, initiiert durch den Berliner Finanzsenator, mehrheitlich den Verkauf dann blockiert. Nach meiner Kenntnis übrigens das erste Mal, dass das in der Geschichte des Bundesrates passiert ist. An der Stelle würde ich mich auch mal fragen, welches Recht haben eigentlich die 16 Bundesländer, darüber zu entscheiden, ob der Bund ein Grundstück verkauft? Vielleicht sollten wir mal überlegen, ob wir nicht in Zukunft den Spieß auch umdrehen und sagen, der Bund muss beteiligt werden, wenn ein Land ein Grundstück verkaufen will. Das könnte ja durchaus auch ganz interessant sein. Also jedenfalls ist durch das Verhalten Berlins ein geordnetes Vergabeverfahren torpediert worden. Der Investor ist verprellt worden, unter anderem durch Äußerungen einer Berliner Staatssekretärin. Es handele sich bei den Österreichern um eine Briefkastenfirma. Ob ein derartiges Auftreten einer Landesregierung immer so sehr hilfreich ist gegenüber Investoren, überlasse ich mal Ihrer eigenen Meinungsbildung. Auf Initiative des Bundes hat es dann den Versuch gegeben, dass sich der potenzielle Käufer mit dem Land Berlin einigt, um die Blockade in der Länderkammer aufzuheben. Das Land Berlin will nach eigenem Bekunden dort 250 landeseigene Sozialbauwohnungen errichten. Und der potenzielle Grundstückserwerber hat einen 30-prozentigen Anteil an Sozialbauwohnungen angeboten und gesagt, dass er eine enge Abstimmung mit dem Land Berlin vornehmen will. Und meine Damen und Herren, die Kräne könnten sich schon jetzt im kommenden Frühjahr auf dem Grundstück drehen und 2018 könnten schon die ersten Familien in die Wohnung einziehen, wenn Berlin gewollt hätte. Aber Berlin wollte nicht. Die Berliner Landesregierung hat an der Stelle blockiert und hat erklärt, dass sie eine Zusammenarbeit mit dem Investor endgültig ausschließen würde. Stattdessen fordert sie vom Bund die Übertragung des Grundstücks für die Hälfte des erzielbaren Kaufpreises. Daraufhin hat die BIMA das vertragliche Rücktrittsrecht ausgeübt. So stellt sich erstmal ganz nüchtern die Sachlage dar. Und jetzt kommen wir mal zur Bewertung der Sachlage. Das war gar keine Bewertung, lieber Kollege Kahrs. Wir werden ja nachher sehen, wie Sie es bewerten. Das war sachlich dargestellt. Aber jetzt komme ich zur Bewertung. Meine Damen und Herren, die BIMA hat das gemacht. Ganz ruhig, kommt alles gleich noch. Jeder kriegt hier sein Fett ab. Vorsicht. Ja? So, die BIMA hat das gemacht, meine Damen und Herren, wofür der Deutsche Bundestag sie ermächtigt hat, nämlich mit dem BIMA-Errichtungsgesetz, übrigens unter rot-grüner Bundestagsmehrheit 2004. Nämlich das Bundeseigentum, was nicht dauerhaft zum Zwecke des Bundes benötigt wird, zu veräußern.
Und dieses Veräußern des öffentlichen Eigentums soll so ablaufen, dass möglichst viel Geld in den Staatshaushalt eingenommen wird, weil dieses Geld wiederum für viele staatliche Aufgaben benötigt wird, zum Beispiel für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Und übrigens auch, weil es so im Beamer Errichtungsgesetz mit rot-grüner Bundestagsmehrheit 2004 beschlossen worden ist. Nun sagen einige hier im Haus, es wäre nicht gut, wenn der Staat zum Höchstpreis sein Eigentum aufgibt. Ich sage, es ist aber auch nicht in Ordnung, wenn der Staat sein Eigentum zum niedrigsten Preis aufgibt. Es gibt ja jetzt schon vermittelnde Regelungen. Zum Beispiel können Kommunen ehemalige Militärflächen preisgünstiger erwerben. Und man mag darüber diskutieren, ob an der einen oder anderen Stelle auf den Höchstpreis verzichtet werden soll, weil man sich zum Beispiel dafür etwas einhandelt, woran der Staat Interesse hat. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber da muss auch eins klar sein, meine Damen und Herren. Dem Einnahmeverzicht muss an anderer Stelle auch ein Ausgabeverzicht folgen. Weil eins kann nicht sein, und das sage ich insbesondere an die Bundesländer gerichtet, die im Bundesrat blockiert haben und die ich jetzt leider auf der Länderbank vermisse. Ihr könnt vom Bund nicht verlangen, dass er zum kleinen Preis seine Grundstücke an die Kommunen abgibt und dann noch erwarten, dass der Bund immer mehr Fördermittel an die Länder rüberreicht. Das funktioniert nicht, meine Damen und Herren. Und ich weiß auch, dass auf der linken Seite des Hauses vielleicht nicht immer ganz die Erkenntnis da ist, dass das, was man ausgeben will, erstmal erwirtschaften muss. Und Konrad Adenauer hat ja mal gesagt, alles, was Sozialisten vom Geld verstehen, ist die Tatsache, dass sie es von anderen haben wollen. Aber an der Stelle muss klar sein, wenn wir auf das eine verzichten, müssen wir auch auf das andere verzichten. Und dann würde ich gerne noch einen zweiten Punkt ansprechen. Eins kann auch nicht sein. Die Länder können nicht vom Bund erwarten, dass er seine Grundstücke nicht zum Höchstgebot verkauft, es selbst aber so machen. Und das Land Berlin tut es, und zwar immer noch. Beim Verkauf von Gewerbeimmobilien wird regelmäßig an den Höchstbietenden abgegeben. Auf dem Dragoner-Areal will das Land Berlin allerdings auch kleinteiliges Gewerbe ansiedeln. Na klar, wenn ich das Grundstück vorher vom Bund billig bekomme und an anderer Stelle meine eigenen Grundstücke teuer verkauft habe, dann kann ich mir das leisten. Aber meine Damen und Herren, so funktioniert nun einmal vernünftiges Wirtschaften nicht. Dann gucken Sie mal in die aktuellen Angebote, liebe Frau Kollegin Paus, des Berliner Immobilienmanagements rein. Zum Höchstpreis werden Gewerbegrundstücke ausgeschrieben und abgegeben. So, und bis 2014, daran erinnere ich auch gern, hat Berlin auch Wohnungsbaugrundstücke im Höchstpreisverfahren auf den Markt gebracht. Und der Finanzsenator, der damals besonders aktiv war, 2002 bis 2009, daran erinnert sich der eine oder andere heute nicht mehr so gern, der hieß Thilo Sarrazin und war nicht in der CDU. Da lege ich viel, viel Wert drauf, meine Damen und Herren. Erst auf Druck der CDU hat es 2014 in Berlin eine Wende in der Liegenschaftspolitik gegeben. Und da ist der Koalitionspartner, mit dem Sie ja jetzt in Berlin zusammen sind, gar nicht so ganz mit uns mitgegangen. Das werden Sie dann auch noch erleben, dass da an der einen oder anderen Stelle das Beharrungsvermögen relativ hoch ist. Das Verhalten Berlins beim Dragoner-Areal ist übrigens noch in anderer Form widersprüchlich. In Berlin, nochmal unter Sarrazin, sind 65.000 Wohnungen an ein internationales Konsortium verkauft worden. Landeseigene Wohnung, 65.000. Eine Wohnung durchschnittlich für 7.000 Euro, nicht der Quadratmeter, die ganze Wohnung. Und da will ich nur mal dran erinnern, meine Damen und Herren, das passierte unter einer rot-roten Landesregierung. In der Zeit ist der Anteil der landeseigenen Wohnungen in Berlin von 400.000 auf 250.000 abgesenkt worden. Und jetzt verspricht Rot-Rot-Grün im neuen Koalitionsvertrag, den Anteil wieder auf 400.000 Wohnungen aufzustocken, übrigens nicht durch Neubau, sondern durch Zukauf. Das heißt, die Wohnungen, die man vor 10 Jahren billig verscherbelt hat, die will man heute teuer zurückkaufen. So spielt man zu Hause nicht mal Monopoly, meine Damen und Herren. Und eins will ich an der Stelle auch sagen. Berlin hat es versäumt, zwischen 2006 und 2011 Sozialbauwohnungen überhaupt zu errichten. In der Zeit ist nicht eine Sozialbauwohnung errichtet worden. Kollege Kaas, in Hamburg waren es wenigstens 10.000. So, Berlin hat aber in der gleichen Zeit Millionenbeträge für den sozialen Wohnungsbau kassiert und nicht eingesetzt. Und jetzt komme ich mal zur antragstellenden Fraktion. Da finde ich einfach Ihr Verhalten unredlich. Sie haben jahrelang mit in der Landesregierung dafür gesorgt, dass in Berlin die Zahl der Wohnungen sich nicht erhöht hat, dass landeseigene Wohnungen verkauft wurden und haben damit praktisch eine Mietpreistreiberei betrieben. Und jetzt beim Dragoner-Areal, liebe Linke, da erkennt ihr plötzlich irgendein soziales Gewissen zulasten des Bundes und wollt, nachdem ihr 10 Jahre in Berlin eine falsche Politik gemacht habt an diesem Grundstück nun endlich Symbolpolitik betreiben. Sie schreiben ja in Ihrem Antrag, das entspricht nicht den Erfordernissen einer sozialen Stadtentwicklung. Die Politik, die Sie jahrelang gemacht haben, auch nicht.
Und einen letzten Hinweis, wenn Berlin so dringend sozialen Wohnungsbau braucht, dann soll es das doch auf seinen eigenen Grundstücken machen. 70 Hektar Elisabeth Aue in Pankow, da sollten 5000 Wohnungen entstehen. Und Rot-Rot-Grün hat gerade im Koalitionsvertrag festgelegt, dass dort nicht eine Wohnung gebaut wird, aber verbilligt auf dem Grundstück des Bundes. Ich finde, da passt das eine nicht mit dem anderen zusammen. Und deshalb wird meine Fraktion den Antrag der Linken selbstverständlich ablehnen. Schönen Dank. Wir fahren fort und als nächste Rednerin hat Karin Ley von der Fraktion Die Linke das Wort.